So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar von der Firma Time to Taste. Ja, ich glaube, wir hatten schon öfters mal was von Time to Taste. Vielleicht hieß es aber auch Time for Taste. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die beklauen sich gegenseitig bei der Namensnennung. Wir haben das jetzt hier vorbereitet. Da habt ihr zwei Burger. Einmal den Time to Taste. The Big Double Cheese Chicken. Und daneben habt ihr den Time to Taste. The Big Beef Double Cheese Beef. Jetzt habe ich zweimal Beef vorgelesen. The Big Double Cheese Beef, meine ich so. Also, vielleicht heißt es auch nur The Big Beef Double Cheese. Und The Big Chicken Double Cheese. And Chicken. And irgendwas anderes. Auf jeden Fall haben wir jetzt Rindfleisch. Wir haben Hähnchenfleisch. Die sehen richtig gut aus. Die habe ich mir hier aus der Norma beigezimmert, neu, steht auch drauf. Das kann es also vorher eigentlich noch gar nicht gegeben haben. Wir müssen mal ein bisschen mehr mit den Thumbnails arbeiten. Das sieht immer so doof aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und so sieht das richtig scheiße aus, Adi. 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 So, das müssen wir jetzt mal warm machen. Ich habe hier steht fertig in 1,5 Minuten. Ja. Saftiges Chicken mit würziger Senf-Ketchup-Soße mit Gurken-Ketchup, Schmelzkäse-Zubereitung nach Chester-Art und Tasty Weizen-Bun mit Sesam. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Und hier saftiges Beef. Ich muss mal vergleichen, nicht, dass sie den Text genauso übernommen haben wie dort und haben nur Chicken mit Beef ersetzt. Mit würziger Senf-Ketchup-Soße, mit Gurken-Ketchup, Schmelzkäse-Zubereitung nach Chester-Art und Tasty Weizen-Bun mit Sesam. Okay, es ist genau der gleiche Text, nur dass sie Beef und Chicken ersetzt haben. Vielleicht können wir das auch nehmen fürs Thumbnail. Bam, dass ihr hier die zwei Burger seht. Die Burger müssen mit drauf sein, die Burger irgendwie richtig fett und richtig groß reingehalten. Da habe ich jetzt gedacht, ich packe das so, wie es ist, einfach in die Mikrowelle. Da steht aber unten auf dem Boden, den Beutel aus der Faltschachtel nehmen, ungeöffnet in die Mikrowelle geben, bei 600 Watt 90 Sekunden erwärmen. Und dann den Beutel entnehmen, aufschneiden und servieren. Das heißt, ihr müsst das trotzdem jetzt hier auftrennen, was auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Nach dem Auftrennen habt ihr hier drin den Beutel. Diesen Beutel. Packen wir gleich in die Mikrowelle. Jetzt machen wir das hier drüben auch auf. Ja, genau so. Wir packen diesen Beutel auch in die Mikrowelle. Wow, da können wir gar nicht mehr unterscheiden, was ist was. Denn guckt euch das an. Das sieht einfach beides genau gleich aus. Man erkennt es nur am Fleisch, den Unterschied. Die Giraffe ist schon wieder da mit dem langen Hals. Wir packen es mal in die Mikrowelle und gucken uns das mal an. Ja, wie das schmeckt und ob das was kann und ob wir uns vielleicht sogar noch Pfefferon drauf machen, damit es noch ein bisschen schärfer oder würziger ist. So, die Burger sind jetzt fertig hier auf unserer Probierschale. Die waren eben noch richtig fett aufgeplustert. Jetzt hat der eine kurz gefurzt und dann ist irgendwie die Luft rausgegangen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen, dass wir das rauskriegen, das mal kurz so hinlegen, das mal hier rüber packen. Den anderen noch irgendwie aufmachen. Eben ging das doch auch. Kennt ihr die Leute, die mal alles mit den Zähnen machen? So, jetzt ist er eigentlich auf, aber irgendwie ist er immer noch zu, weil ich nicht weit genug reinkam. Gleichzeitig habe ich mir auch ein paar Peperoni zurecht gemacht, wieder in Schälchen rein, werde ich jetzt so zu essen, ein ganzes Gläschen und oh mein Gott, wie schmierig und matschig ist der denn? Die sehen auf jeden Fall alles andere als gut aus. Könnt euch das jetzt nochmal so zeigen. Das dürfte der Beef sein und das der Chicken, also beim Beef, ihr seht hier, ihr klappt den auf. Da habt ihr hier diese Soße, da habt ihr Käse, da habt ihr das Fleisch und unter dem Fleisch habt ihr noch mal Käse und Soße.
Also ist auf jeden Fall herrlich. Wer braucht da noch McDonald's, wenn man sowas davor findet? Jetzt packen wir den anderen hier mal auf. Den macht ihr auf. Da habt ihr Soße und Käse und hier soll Fleisch drunter sein. Und hier seht ihr gleich noch mehr. Chicken. Ja, das ist das Chickenfleisch. Das packt man jetzt wieder hier drauf, wieder zusammen. Das ist alles richtig verschrumpelt. Hier hinten steht ein Becher Pfefferon. Da ist ein Becher voll Adi. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch probieren. Beißen jetzt mal kurz einfach hier in den Chicken, weil Beef ist ja meistens herzhafter oder kräftiger vom Geschmack. Ja. Ist auch eine Peperone dazu. Also dieses Senf-Ketchup-Gemisch passt besser dazu, als ich dachte. Es ist auch sehr cheesy, sehr käsig. Das Fleisch ist eigentlich auch richtig genial. Es ist halt alles matschig. Aber es ist warm, es ist fett, es schmeckt, es ist Fast Food. Das gewinnt keinen Schönheitspreis, aber das könnt ihr essen, das macht satt. Das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, das ist was. Warum auch immer das was ist. Alle anderen würden sagen, das hat nichts mit Hamburgern zu tun. Jetzt haben wir den Beef. Auch ein Pfefferoni dazu. Und bei Beef habe ich jetzt nicht so viel vom Fleisch gemerkt, da habe ich fast nur noch Soße gemerkt. Obwohl ich dachte, dass der Beef vielleicht irgendwie intensiver ist. Dann muss ich sagen, dass das Chicken irgendwie einen besseren Geschmack hat. Das Chicken schmeckt irgendwie besser und wirkt auch irgendwie kräftiger, harmoniert einfach besser mit den Soßen. Kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Eigentlich Hähnchen schmeckt ja, ist fast neutral, schmeckt meistens eigentlich nach nichts, während Beef immer so eine eigene Note hat. Hier finde ich, sitzt genau andersrum. Chicken, richtig genial. Beef ist okay, aber Chicken finde ich viel, viel besser. Kann man trotzdem beides essen. Bin eigentlich trotzdem positiv überrascht. Die Verpackungen sehen auf jeden Fall cool aus. Die Art und Weise, wie man die warm macht, in diesem hässlichen Beutel, ja, warum nicht, ist neu, obwohl es mir trotzdem so vorkommt wie alle anderen Burger, die man so kaufen kann. Wenn ihr die schon mal hattet, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Und das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Das Chicken ist irgendwie bissfester. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, peace out. Vorhaut. Euer Ramses.